Vom draußen vom Walde komme ich her und ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Ja, was heißt das bei mir? Genau, Adventskalender-Unboxing der etwas anderen Art. Oh, jetzt hat man die dicken Weihnachtspullis an und mir ist warm. Leute, ich habe heute wieder einen interessanten Adventskalender für euch, den ich bei Amazon geshoppt habe. Ja, gibt diesen Adventskalender den Rest von Us Edition. Genau, den bekommt ihr für 5,11 €. Jo, das ist eher so ein, vergesst besinnliche Weihnachten. Der Gebrauchsadventskalender zum Reißen, Tränken, Schnippeln, Bekleben, Schmieren und Zerknüllen, was das Zeug hält. Das machen wir jetzt natürlich nicht, aber ich zeige euch, was ihr machen könnt, ne? Ja, also der hat so eine Schwarte, ne? Also das ist schon nicht ohne. Da haben wir hier als erstes, ja, ganz neckisch, ne? Der erste voll funktionsfähige Türchenautomat. Wirf eine 1-Euro-Münze rein und schau auf der nächsten Seite, was passiert. Ja, das ist sehr süß, ne? Ja, sehr süß. Dann hast du auf der nächsten Seite, boah, cool, da liegt eine 1-Euro-Münze drin. Kauf dir davon einen leckeren Lebkuchen. Ein Rentier-Lebkuchen. Ja, das ist eher so ein witziger Adventskalender, ne? Dann öffne dieses Freilufttürchen unbedingt mit Handschuhen, Mütze und Schal bekleidet. Das ist die Nummer 2. Hey, Tür zu, es zieht, nicht, dass du dich erkältest. Verrückt. Die Qual der Wahl. Welches ist das größere Plätzchen? Schneid es aus und iss es auf. Wartet mal. Das war das. Und darunter steht noch, was? Du hast die falsche Wahl getroffen? Dann versuche es eben mit den anderen Plätzchen. Ja, wer isst denn schon Papier? Das ist seltsam. Dann haben wir die Nummer 3. Du darfst dieses Türchen durchküssen. Ich finde es so mega, ne? Wie viele Küsse hast du gebraucht? Ja, ich glaube ohne Ende. So ein Blatt Papier durchküssen ist, glaube ich, kriegst du nicht so schnell hin. Rentiere aufräumen. Hilf dem Weihnachtsmann, indem du die Rentiere einfängst, ausschneidest und auf dem nächsten Blatt vor den Schlitten spannst. So kommen die Geschenke noch rechtzeitig an. Ich finde aber auch gar nicht mal so schlecht für Kinder oder für die ganze Familie. Ne? Man macht sich jeden Tag so einen Spaß. Finde ich gar nicht schlecht. Dann haben wir Nummer... Moment, da fehlt doch eine Seite. Ja. Da kannst du sie dann reinkleben, die Rentiere. Ja, sehr schön. Dann haben wir die 4. Da macht es dann nur clear. Adventspoesie. Kratze die schönsten Eisblumen von deinem Fenster und platziere sie vorsichtig auf der Papiervorlage. Denke über die Zerbrechlichkeit allen Daseins nach. Besonders von Eisblumen. Wenn ihr die aufgeklebt habt, schickt mir mal ein Foto auf Instagram. Das würde mich interessieren, wer sich den Kalender kauft. Den Link dazu findet ihr natürlich unten in der Infobox, ne? Kreativtürchen. Male dir heute selbst ein Türchen. Ja. Und ich finde, wenn man eine Familie hat, da kann jeder mal, ja, kriegt jeder seine Tage hier zugeteilt, ne? Finde ich echt mega. Oder macht es alle zusammen. Fröhliches Engelklatschen. Verleih dem Engelchor Flügel, Blätter in der Mitte falten, dem Engel mit Wasserfarbe einen Flügel malen, Papierhälften zusammenklatschen, fertig ist der Weihnachtsengel. Boah, wie sich das anhört, ne? Engelklatschen. Hallo. Ja, hier haben wir dann noch mehr Engel, mit denen man das machen kann. Und noch ein Engel. Und dann haben wir Türchen 6. Das ist Nikolaustag. Teile dieses Türchen mit den liebsten Menschen in deinem Leben. Eine Hälfte für dich, eine Hälfte zum Verschenken. Das ist doch süß, ne? Dann haben wir täuschend echte Nikolausbärte. Tipp, nach den Ausschneiden mit Zuckerguss bestreichen und den Kokosflocken wälzen. Endlich wird dich niemand mehr enttarnen. Ja, weil da unten drunter hat man ja irgendwie dieses Esspapier. Ne? Das schmeckt dann wahrscheinlich genauso. Hier haben wir noch mehr Bärte. Ja, es ist ein Gag-Adventskalender. Aber ich habe ja gesagt, bei mir gibt es etwas anderen Adventskalender. Intelligenztest 1. Findest du heraus, wie das heutige Türchen zu öffnen ist? Stelle dich der Herausforderung. Die Nummer 7. Die gute Tat. Leere eine Flasche und stecke eine frohe Botschaft hinein. Ab geht die Flaschenpost. Das ist schön, ne?
Das kann man zum Beispiel dann schön ausschneiden und wirklich in die Flaschenpost werfen. Frohe Weihnachten wünschen, ein gesundes Jahr. Ja. Schneemann-Türchen. Der einzige Schlüssel zum Türchen ist die Karottennase eines echten Schneemanns. Gehe auf die Suche und steche das Türchen damit durch. Mit der Karotte. Schön. Schnitzeljagd. Geh mit diesem Block vor die Haustür, wende dich 24 Meter nach rechts, drehe dich um 60 Grad und gehe weiter, bis du auf das nächste sternförmige Zeichen triffst. Kleiner Tipp, es kann sich auf dem Boden in Augenhöhe oder direkt über dir verbergen. Sieh in die Gegenrichtung, male auf das heutige Blatt, was du nun siehst. Was folgerst du daraus? Ja, ich würde daraus folgen, man macht jeden Blödsinn mit. Die 9. Das heutige Türchen hilft gegen Weihnachtsfrust. Durchschlage es mit der Faust. Das hat gut getan, nicht wahr? Es kommt darauf an, was dahinter ist, ne? Aber ja, manchmal hat man schon Frust, ne? Wenn die Läden so voll sind und man irgendwie nichts findet und ah. Edge Joker, mach mit dem Blatt, was du willst. Nummer 10. Stricktürchen. Öffne dieses Türchen, indem du die Maschen auftrennst. Oh. Papiermütze falten. Falte die coole Papiermütze und klebe das Strickmuster drauf. Damit sie dich gut wärmt, trage sie zu deinem Date auf dem Weihnachtsmarkt. Das wird ein fantastischer Abend. Die Anleitung findest du auf den folgenden Seiten. Oh. Ja. Gute Anleitung, ne? Anleitung 1. Oh ja. Das ist das perfekte Strickmuster. Also so sehe ich auch stricken, ne? Ich kann nämlich nicht stricken. Und für mich sieht das immer so aus. Öffne dieses Türchen mit einem gezielten Kickbox-Tritt. Leute, macht aber nichts dahinter, was kaputt gehen kann, ne? Ja, ist doch wohl. Weihnachts-Yoga. Nun entspanne dich. Atme tief durch, bis du dich fühlst wie eine Weihnachtsblüte, Weihnachtssternblüte. Mache einen konzentrierten Kopfstand auf diesem Blatt. Hier den Scheitel aufsetzen. Auf diesen Punkt kommt der Scheitel. Das ist so toll. Was ist auf der Antwort? Da steht, du siehst die Welt nun umgekehrt. Was empfindest du? Erscheint nicht alles irgendwie irrelevant? Vergleiche mit dem Kicksbock-Tritt von vorhin. Türchenautomat, die 12. Wirf eine 50-Cent-Münze ein und schau auf der nächsten Seite, was heute passiert. Am ersten war es eine Euro-Münze, jetzt sind es nur noch 50 Cent. Günstiger. Heute darfst du dir eine heiße Marone gönnen. 50 Cent für eine Marone? Okay. Dann haben wir die 13. Türchen-Cocktail. Mix dir einen Fruchtcocktail, durchstiche das Türchen mit einem Strom und schlürfe ihn durch das Türchen aus. Prost. Ja, man muss das Leben mit Humor sehen, ne? Ein bisschen, ja. Dann haben wir Weihnachtsgrippe. Nicht Krippe, Krippe. Huste, niese und schneuze großzügig auf dieses Papier. Oh, bitte nicht in der Corona-Zeit. Und gib es an einen deiner Mitmenschen weiter. Klappt prima, oder? So hat jeder was davon. Weihnachtszeit ist die Zeit zum Teilen. Und das ist in der heutigen Zeit ja richtig geil, ne? Ja. Intelligenztest 2. Findest du heraus, wie das heutige Türchen zu öffnen ist? Prüfe, ob dir folgende Formel weiterhilft. Ach du, gut gemacht. Das ging ja schon viel schneller als beim letzten Mal. Da habt ihr dann die Formel. Oh mein Gott. Ja, im Mathe bin ich nicht so die Leuchte, ne? Akte Xmas. Der Lebkuchenmann ist auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen. Folge den Krümelspulen und finde den fiesen Mörder. Wer war es? Das Krümelmonster, der Weihnachtsmann, das Nachbarkind. Lass den armen Lebkuchenmann wieder auferstehen, indem du ihn nachbäckst. Dann backt Lebkuchenmänner. Ich mag keinen Lebkuchen. Der Lebkuchenmann, da gab es mal ein Gedicht von, ne? Ja. Stelle dich da einer Grenzerfahrung. Öffne dieses Türchen nackt. Wenn es dir sehr peinlich ist, darfst du dich als Adam oder Eva verkleiden. Schnippelweihnachtskrippe. Jetzt aber bei der Krippe, nicht mehr bei der Grippe. Gestalte und beschrifte deine persönliche Weihnachtskrippe. Alles, was dazu gehört und mehr, findest du auf den nächsten Seiten. So könnte es gewesen sein. Eine Uhr? Ein Computer. Sehr modern, ja. Oh. Ja, die bestimmt, ne? Was ist eine Hexe, ne?
Oh, Entschuldigung. Nee, aber der Sensemann. Ja, wer baut welche Krippe zusammen, ne? Und da könnt ihr das sogar aufkleben. Ich find's mega toll. So, die 16. Lass dieses Türchen vom Kuckuck einer Kuckucksuhr durchstoßen. Falls nicht verfügbar, kann auch ein gewöhnlicher Wellensittich helfen. Ich hatte mal eine Kuckucksuhr, ja. Aber ich glaube, das hätte der auch nicht geschafft. Kann ein Wellensittich helfen, das ist ja fies. Schneegeriesel. Mal wieder keine weiße Weihnacht in Sicht. Mach dir deinen Schnee einfach selbst und lass reichlich Puderzucker auf das Blatt rieseln. Ist das nicht wie pure Lebensfreude? Streue anschließend genügend Salz, damit du nicht ausrutscht. Ja, und wer kann es wegputzen? Du Mutti, ne? Ja. Die 17. Türchen wettschnippen. Schnapp dir einen Konkurrenten und los geht's. Schnippeln, Entschuldigung, nicht schnippen. Schnippeln. Okay, das ist gut auch, ja. Deutschland sucht den Superstar. Gib dir besonders viel Mühe, diesen Stern schön zu gestalten und hänge ihn über deine Weihnachtskrippe. Das können dann die Kiddies machen lassen. Dann haben wir die 18. Leckeres Türchen. Löffle dieses Türchen aus. Köstlich. Ja, sieht aus wie Cornflakes, ne? Gegen Langeweile, Mandalas. Verwende diese Vorlage, um mit einem roten Faden herrliche Schneeflocken zu sticken. Überrasche deine Freunde mit einem selbstgestickten Motiv auf deren Lieblingsklamotten. Ja, herzlichen Glückwunsch beim Sticken. Viel Spaß beim Sticken, ne? Junge. Das ist ein Mandalas, oder wie das heißt. Schlittentürchen. Platziere dieses Blatt am Fuß eines Schlittenbergs und fahre so lange über das Blatt, bis sich das Türchen öffnet. Ja, das wird wahrscheinlich einmal passieren, ne, wenn du scharfe Kufen hast. So, jetzt sind wir schon in der 20er Abteilung. Bockiges Rentier entlaufen. Wanted. Hättest du beim Aufräumen am 3. Dezember aufgepasst, wärst du jetzt nicht in diesem Dilemma. Benutze dieses Blatt als Kopiervorlage und hänge die Blätter zahlreich in deiner Umgebung auf. Andernfalls fällt der Geschenkservice für dieses Jahr einfach flach. Das wollen wir aber nicht, ne? Geschenke gehen immer. Adventsfensterchen. Die 20. Die gute Tat. Wähle heute eine x-beliebige Telefonnummer und mache den Erreichten eine große Freude, indem du ein Weihnachtslied deiner Wahl vorsingst oder ein schönes Gedicht vorträgst. Oh, da kann man dann Last Christmas singen. Und ich glaube, wenn man das dann singt, mal du rufst irgendjemand wildfremden an, singt Last, der legt doch sofort auf. Beim ersten Last, Booms. Weil das dann keiner mehr machen kann. 21 Geschenktürchen auspacken und freuen. Die Spannung steigt. Kakao-Orakel. Nimm eine Tasse besten Kakaos und stelle sie leicht schwankend auf dieses Blatt ab. Was siehst du? Der Abdruck sagt einiges über deine Persönlichkeit aus, nicht wahr? Sprich darüber mit einer dir nahestehenden Person. Ist das nicht eigentlich sonst, ich lese im Kaffeebrett und jetzt lese ich im Rand des Kakaos? Interessant. Die 22. Zaubertürchen, Simsalabim und offen ist es. Und was versteckt sich dahinter? Weihnachtsbastelei. Schneide die Figuren aus und setze Gesichter von ausgeschnittenen Fotos ein. Das ist auch schön. Auf Postkarten kleben und als tolles Last-Minute-Geschenk an die auch dargestellte Person verschicken. Ach, das ist doch süß, oder? Da kommen dann Fotos von euch rein und dann schön auf der Postkarte. Ja, das finde ich geil. Ich glaube, die werde ich sogar benutzen. Ja. Dann haben wir die 23, Tag vor Heiligabend. Höfliches Türchen, bitte anklopfen und eintreten. Tok, tok, tok. Die Weihnachtsuhr tickt, ist die Zeit bis Weihnachten zu kurz. Drehe die Zeiger 23 mal 24 Stunden zurück und fange von vorne an. Nee. Dann wollen wir ja auch irgendwann wieder Sommer haben. Ui. Also, 24, Türchenautomat 3. Experiment, wirf einen Knopf ein und schau auf der nächsten Seite, was damit passiert. Ja, sonst 1 Euro, 50 Cent, ein Knopf. Fröhliche Weihnachten. Na toll, jetzt klemmt der Automat. Das war's dann wohl für dieses Jahr. Kleiner Trost, immerhin darfst du heute deine Weihnachtsgeschenke auspacken. Da, mit so schönen Rentiere kann man... Das ist auch schön irgendwo an der Wand hängen, ne? Sieht auch gut aus. Ja, das war's. Das war der etwas andere
Adventskalender. Gib diesen Adventskalender den Rest. Ja, wenn da hinterher nichts mehr von übrig ist, dann soll es auch so sein. Ne? Das macht ja den Sinn dieses Kalenders aus. Ich finde es genial. Für 5,11 Euro kriegt ihr den bei Amazon. Finde ich auch irgendwie ein witziges Geschenk oder dann halt für die ganze Familie mal was ganz anderes. Und ich glaube, Kinder werden daran eine Menge Spaß haben und ich glaube, die Erwachsenen auch. Also, ja, wenn euch das Video gefallen hat von diesen etwas anderen Adventskalendern, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, denkt dran, jeden Tag 10 Uhr Steffi Time und ab und an auch mal um 16 Uhr. Und Verlosungen, die kommen ja immer meistens so zwischen 17 und 18 Uhr. Ne? Jo, jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wunderschönen Abend. Bleibt mir alle gesund, falls ihr das nicht seid. Gute Besserung und auf den nächsten Adventskalender. Ne? Schauen wir mal, was da noch auf uns zukommt. Also meine Lieben, macht's gut. Bis dahin. Tschüss.